Dann eben Lilith. Da fehlt uns der Weg zum Teufel. Kennen Sie meinen geliebten Traktor Beam? Wait, mit Traktor Beam? Wait. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Wenn du mit Lilith Traktor Beam nimmst, dann kann sie plötzlich schießen und ist nicht mehr von ihrem Familie abhängig. Ha! Das ist ja überragend. Wenn ich das mal so sagen darf. Daran konnte ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, dass das so war. Schön! Dann lass uns mal gucken, was wir damit hinkriegen. Ihr wisst, Traktorbeam ist ein Träumchen. Traktorträumchen quasi. Und damit wird Lilith ja höchstwahrscheinlich noch einfacher, weil dann habe ich ja auch noch Double Shot in diesem Bereich, wenn ich das Item drücke. Gehe ich mal davon aus. Das ist cool. Das ist cool. Da bin ich schon jetzt sehr neugierig auf den Run. Hoffentlich bin ich direkt heute beim ersten Run des Abends in Form und setze den in die Wand. Ne? Hab auch ein gutes Gefühl. Wird ein guter Abend. Guter Abend mit guten Runs. Außer springt mir wieder irgendwer auf den Kopf. Das sind so auch so meine kleinen Nemesises, sage ich jetzt mal. Die sehe ich oft nicht. Und dann springen die mir auf den Kopf und alles ist scheiße. Also wir gucken uns das mal an, wie das jetzt ist. Wenn man das doppelt drückt, dann haben wir einen Doppelshot. Okay. Und keine Bombe. Das ist natürlich äußerst bedauerlich. Und warum bist du eigentlich blau angelaufen? Frage ich mich da. Lass mal hier hochkommen, bitte. Oh, yo, der hat Homing-Shots? Oh, ist das unangenehm. Ja, da muss ich aufpassen. Ja, okay, hier ein bisschen auf das Baby. So, erst tun wir das gleich down, machen wir nochmal ein bisschen am Babyschaden, das ist nicht sehr viel, aber... So, Baby wird aggressiv. Schön auf Distanz halten, der Raum ist halt übelst kacke. Deswegen wollte ich erst recht mit einer Bombe hier was freischaufeln, um ein bisschen mehr Bewegungsradius zu haben. Aber wir kriegen es hin. Kriegen wir einen Speedball? Natürlich sehr schade. Na klar funktioniert Quadshot mit dem Traktorbeam. Aber sicherlich, dann sind alle vier Tränen gleichzeitig in diesem Bereich, so wie wir jetzt halt den doppelten Schuss auch hier haben, ne? Okay, dann gibt's für mich in der Ebene schon mal nichts mehr zu machen, dann gehen wir direkt weiter. Ist aber jetzt nichts, was ich haben wollen würde, weil damit werden die Tränen ja wieder super langsam dann. Und kaum sage ich, dass ich nicht möchte, dass mir jemand auf den Kopf springt, kommen mehr Leute, die mir auf den Kopf springen. Was ist das für eins Leben? Oder so. Ja, das wäre dann eine Achtertierrate. Das hast du schon richtig analysiert. Wenn du Quadshot mit ihr hättest. Und dann die Box drückst. So, Gott sei Dank war das nur die Batteriebiene oder so. Batteriefliege eher. So, Gott sei Dank mal eine Bombe für den einen oder anderen Soulstone, den ich nehmen würde. Bisher läuft es aber noch nicht so. Aber geil, Traktor Beam Runs, da bin ich auch direkt wieder glücklich. Ich liebe das Item. So eine geile Art zu spielen. Riesenraum und Leute, die mir auf den Kopf sprengen. Klasse. Hätte mal lieber nichts gesagt, wa? Wobei die es wenigstens nicht so penne dran machen. Da gibt ja wirklich die ausnahmslos, die auf den Kopf springen wollen.
Die scheinen das Gott sei Dank noch nicht mal zu machen gerade. Aber sie könnten, wenn sie wollten. Ich will aber gar nicht, dass sie das wollen. Das ist der große Unterschied. So, die kleinen Monstros sind da ein bisschen gefangen da drüben. Das nehme ich dankend an. Hallo Philipp, guten Abend. Wow. Ah, da hätten wir so einen Stein und dann komme ich da überhaupt nicht ran. Das ist ja komplette Scheiße. Was soll das denn? Also das ist schon mal ganz nett. Sehr viele Coins, aber da bräuchte ich ja Fliegen. Okay, brauchen wir mit ihr Megasatan noch? Nein, das heißt, wir können mal wieder Devil Deals machen. Okay, dann schauen wir direkt mal. Aha, Double Monstro. Ich habe nur eine Bombe, beschleunige ich jetzt mal ausnahmsweise nicht. So dringend ist es nicht. I don't know, gehen wir gleich. Haben wir jetzt gerade erst den Schlüssel bekommen. So, das ist Tears Up, das ist schon mal fein. Und das ist... nichts Vernünftiges. Ja, das können wir nicht mal nehmen, sonst sind wir tot. Hat ein bisschen gehofft, dass ich da Fliegen finde. So, Lord of the Pit oder so hätte ich direkt mitgenommen, weil dann wüsste ich ja, dass ich in der Regel zumindest eine weitere Soul Heart gekommen wäre. Oh, 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 oh. Ah, ich hätte es wirklich gern mitgenommen. Aber ich kann es mit ihr nicht machen. Das geht einfach nicht. Na gut, dann haben wir keine Chance, kein Schlüssel mehr. Wenigstens ein Soul Heart for free. Man nimmt mit, was man kriegen kann. Boah, was ist denn das für eine undankbare Kacke mit den Dingern? Ich hasse Flooded Caves. Können wir Flooded Caves endlich mal löschen? Okay. Das war dann auch das Soul Heart vom Book of Revelations. Hat sich gerade eben verabschiedet. Flooded Caves ist eine hübsche Ebene. Das können ja auch Dinge hübsch sein und trotzdem scheiße sein. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Und ich glaube, das trifft es leider ganz gut. Ja, das ist eine wirklich sehr hübsche Ebene, aber sie ist auch echt beschissen. Boah, Kinas. Bleibt immer auf dem Meter da, damit ich euch auch hitten kann. Nicht immer nur mich hitten wollen. Mal gehittet werden. Nur fair. Das sind aber auch Tanks, Alter. Holy moly. Hier ist halt der Nachteil, dank des Traktorbeams kannst du die halt nicht mehr schräg treffen. Das ist halt der Nachteil an diesem Item. Ich finde auch die Musik und so, hier ist alles stimmig, so tolle Ebene. Und ist ja, vielleicht ist es euch aufgefallen, aber die Ebene laggt auch im Allgemeinen nicht mehr so krass wie vorher. Allgemein ist das Spiel ein bisschen flüssiger geworden. Das liegt daran, dass ich ein paar Sachen rausgenommen habe. Und das ist tatsächlich direkt spürbar geworden, witzigerweise. Finde ich sehr gut. Damit wir auch endlich von diesem Spruch wegkommen können, wenn es in den Flooded Caves nicht laggt, das ist ein scheiß Run. Ist mir zu Standard geworden. Ah, Mr. Soymilk, okay. Wie auch schnell, ey. So, hab gestern meine Perla davon überzeugt, den Stream mitzugucken. Sie fand es sehr unterhaltsam. Hab mich sehr gefreut, dass sie dich mochte. Meine Ex wollte nie mitgucken. Ja, deswegen hast du dich auch völlig zu Recht von ihr getrennt. Was?
Ja, das freut mich. Das ist doch schön. Grüße gehen raus. Und das, wo ich auch noch gestern nicht mal in der unterhaltsamsten Form meines Lebens war. Das ist ja dann noch viel verrückter. So langsam werden wir Dinge, ne? Naja, ich hab doch den einen oder anderen Char rausgeschmissen, Predator. Und auf dem gleichen Schritt habe ich noch ein paar Items rausgeschmissen. So Itempakete, von denen ich mittlerweile wusste, dass sie mich eh nicht in Begeisterung versetzen. Und das hat offensichtlich schon gereicht, dass das Spiel deutlich flüssiger läuft. Ich habe nämlich mittlerweile auch mitbekommen, dass es gar nicht so zwangsweise an der Anzahl an Mods liegt. Oder an gewissen krassen visuellen Sachen, die man verändert, sondern tatsächlich die Itemmenge. Und da wir 1700 haben und ich das jetzt, glaube ich, auf 1600 reduziert habe, läuft es direkt mal flüssiger. Verrückt, wa? Infamy, sehr schön. Das ist ein valider Grund. Scheidung, weil Wolf kacke. Nee! Also jetzt mal, Hangman, jetzt kommt der Hangman. Ah, okay. Nee, ich verstehe, ich weiß gar nicht, was da so witzig sein soll. eigentlich sind wir hier fertig, wir können eigentlich zum Boss gehen. Ja, die Runs werden jetzt natürlich etwas repetitiver, weil wir natürlich, noch 1600 Items haben, das ist klar. Aber dafür werden sie flüssiger. Ich glaube, das ist ein guter Deal. Ja, das Item hätte ich gerne vorhin in Kombination mit Book of Revelations gehabt. Und das Ding war ja eigentlich eh immer okay, ne? Also wenn man das Geld sowieso über hat, kann man das ruhig mal kaufen. Habe ich nach dem Stream noch eins meiner Lieblingsvideos von dir gezeigt. Danach war sie auf jeden Fall überzeugt. Oho. Ja, okay. Ich frag mal lieber nicht nach, was es für eins war. Am Ende kriege ich noch ein falsches Bild. Aber das ist doch alles nur allgemein eine sehr schöne Sache. So, unser Aquabob hier. Oder Gob, wie er hieß. Kein Fan. Aber dank des doppelten Schadens geht's. Ja, ohne die Box wäre hier schon echt nervig. Ach, du ahnst es nicht. Es war Hamburger frittieren, basically als OG in SOG can get. Ja, das stimmt wohl. Ausgerechnet so ein fast 13 Jahre alten Crab, weißt du? Ja, okay. Lass mal so stehen. So, HP ab, kann ich gebrauchen. Curse of the Maze. Hallo Maze. Schauen wir mal. Machen wir mal die... Die Typen mag ich mittlerweile auch überhaupt gar nicht. Eigentlich sind sie nicht schlimm, aber ihr Bewegungsradius ist nervig. Und sie halten auch irgendwie viel zu viel aus. Und ihr kleinen Scheißer könnt auch mal die Dinger in Ruhe lassen. Meint ihr nicht? So, hey Yannick, was geht? So, dass den großen Raum beschleunigen wir mal ein bisschen. Auch wenn der jetzt nicht unbedingt schwer war. Diese ganzen Tanks in den Ebenen, da ist doch kein Wunder, dass man Damage-Ups am Anfang haben will. Aber hier brauche ich keinen Damage-Up. Traktor, ihm läuft. Sehr schön. Okay, ein bisschen Schlüssel, ein bisschen Bombenvorrat.
Na, siehst du, da hat Colin noch das relativ gut auf den Punkt gebracht. Genau das weiß ich doch. Warum sollte ich euch denn unglücklich machen? Oh fuck, wirft der voll auf mich. Scheiße. Kann jetzt auch mal ein Soulstone kommen, an den ich auch wirklich komme? Und den mir nicht nur angucken kann? Finde ich irgendwie ganz nett. Aber irgendwie... will das bisher noch nicht so. Zumindest ist wahrscheinlich ein zweites normales Herz ganz gut. Als die Stricke ein wenig reißen. Oh, da hat mich Infamy gerade gerettet. Davor leider nicht. Nein, Hope, hier macht niemanden unglücklich. Genau darum geht's ja. Schönen guten Abend. So, das Feld wird dünner. Nur noch ein halbes Herz. Das ist Blood Rites. Das will ich natürlich überhaupt nicht haben. Naja, warum nicht? Ich kann das Item auch ruhig mal außerhalb vom Bossraum ein bisschen aktiver nutzen. Ja, die Tierrate ist super! Aha, aha. Vielleicht ist Chariot auch besser als Hangman. Sehr wahrscheinlich sogar. Ui, ui, okay, die werfen das weiter, als ich dachte. Ich würde sagen, bei der Spinne ist schon wieder das Problem, dass sie nicht schräg schießen kann. Ja. Ja, ist halt gefährlich da hinten ran. Egal, haben wir gelöst, das Problem. Mensch, Pillen! An die man nicht mal ohne Hangman rankäme, außer man nutzt eine Bombe. Ja, klar, eine Bombe nutzen, damit ich dann einen Stat Down kriege. Sehe ich so aus, oder was? Denke nicht. Okay. Hm. Hallo. Boah, da dasht der aber fast voll in mich rein. Ui. Weißt du was? Ich habe durchaus mal eine Bombe über. Dann löse ich das Problem des Movements hier ein bisschen. Und wir kriegen trotz 33% hier gar nichts? Finde ich nicht so gut. Finde ich nicht so gut. Das macht mich nicht glücklich. Tja, deinen Weg laufe ich jetzt auch eh nicht zurück. Das Thema hat sich hier erledigt. Dank Death. So, oh Mann. Gut. Ist das eine schwierige. Schwieriger Raum. Boah, Infamy hat mich gerade zweimal geschützt, ey. Schon wieder ein Schwein, was? Das war aber auch schwierig, hier sich zu bewegen. Fairerweise. Die mag ich ja auch gar nicht. Die sind mir erst gestern zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Diese komische Maschine. Naja, immerhin halbes Herz. Machen wir den großen doch gleich mal mit Dings.
die Ebene ist so sauschwer. Weil hier auch wirklich ultra unangenehme Fallen und so sind. War's das? Mehr war hier gar nicht. Okay. Und wenn ich eine Wahl hätte, wäre es auf jeden Fall Gegner rauslöschen, die unsterblich sind, bis alle im Raum tot sind. Finde die ganz, ganz furchtbar. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Natürlich explodiert er genau. In der Sekunde. Die explodieren tatsächlich bei Berührung mit der Wand. Interessant. Okay. War mir nicht ganz so bewusst, muss ich sagen. Jetzt bin ich auch wieder schlauer. Oh, Bewegungsfreiheit, nein, nein, ey. Ja, das ist im Übrigen echt ein riesen Nachteil mit Traktor Beam auch hier gerade. Ich kann den halt schon wieder nicht hitten, weil ich nicht schräg schießen kann. Wegen dem Blubberkäse treffe ich dann den anderen Scheiß nicht. Heftig, heftig unangenehm. Ah, wollte ich schon sagen, warum ist der Raum aufgegangen? Offensichtlich zu lange gedauert. Verstehe ich. Es ging aber nicht anders. Traktor Beam hat mich nicht gelassen. Es war in dem Fall einfach nicht möglich. Nee, Beam und Homing Shots funktioniert nicht so wirklich. Ne? Ah, there we go. Solche Steine habe ich gesucht. Dank-Deaths-Maschine. Jo, es wird vielleicht auch halt in Discord. Weiß nicht, Hobbys und Freizeit oder so. Gehe mal davon aus, man kann Tattoos schon als Hobby bezeichnen. Nee, ich will keine Copper-Bombs. Coinflip! 3 coins on first pickup. Costs 1 coin. 1 charge notch per use. On use spawns a spinning coin. Nein. Wow! Wow, wow, wow. Oh, der Kleine hat mich voll erwischt. Muss ich ihm lassen. Ja, leider laufen wir noch völlig falsch. Und bis auf Traktor Beam hat der Run halt noch leider auch überhaupt gar nichts. Was sehr schade ist bisher. Bursting Sack. Naja. Zumindest nichts Unbrauchbares. Oh, wir sind schon bei roten Herzen angelangt. Das heißt, der nächste Hit wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir keinen weiteren Deal kriegen. Egal, ob die 50% kommen oder nicht. Oh, dann habe ich meine 2 Solats schon wieder verschmissen, ey. Gucke mir nach dem Stream an, Switchblade. Was ist da? Da ist irgendeine Maschine gesprengt worden.
Haben wir schon Luck? Nein. Bringt mich also nicht wirklich weiter. Na, das stimmt ehrlich gesagt nicht. Vielleicht habe ich doch noch Soul Heart 2. Ich hatte ja einfach nur einen leeren Herzcontainer wegen dem AP-Abfallen. Muss also nicht heißen, dass ich die jetzt tatsächlich gerade alle schon verbraucht habe. Wurde noch nicht viermal geätet. Ja, okay, aber vielleicht jetzt gleich. Ja, siehst du, das rote Herz nehme ich nicht auf. Boah, die Falle in der Mitte ist so kacke. Wirklich? Ich krieg es aber auch nicht geschissen. Wie oft mich die Falle jetzt so gehittet hat. Ich kann ja nur schwer dahin, den dann treffen. Okay, ich muss... Ah, ne, warte. Okay. Ekelhafter Raum. Okay, offensichtlich kein Coin-Mangel. Hallo Justin, guten Abend. So, jetzt müssen wir nur den Boss wahrscheinlich. Also, was ist das für eine Riesenebene, Dude? Das ist keine XL. Fuck. Pollution. Und wie wir alle wissen, ist Pollution ultra hart. Was? Jetzt habe ich definitiv rote Herzen verloren. Das war jetzt schon übel. Ich glaube, ich steck hier ein paar Coins rein. Sun! Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Aber so, wenn hier wirklich gar nichts weiter passiert, 3,5 Base Damage. Wie soll ich Wump und Dark und Room und so einen Scheiß machen? Ja, das weiß ich noch nicht so ganz. Schon wieder Dank Defts. Oh mein Gott, und er hat mich mal wieder in die Dings geschissen. Ich hasse alles. In die blöden Sägen. Ja, Dank Defts ist einfach brutal hart. Wow. Ach so, stimmt, da ist ein Loch. Da kann er nicht durch. Okay, da machen wir direkt mal kleine Unterstützung.
Shop! Card Reading. Ich nehme wohl einfach nur das hier. Und dann gehen wir raus. Oh! Glass D6. Lass uns das mal merken, falls im Itemraum hier wieder nur Schrott liegt. Natürlich. Vergessen, dass der dann nochmal explodiert. Und ein Ad raushaut. Okay. Könnte man das jetzt wegsprengen? Naja, immerhin, dann kriegen wir einen kleinen Speed-Up. So, was machen wir in der Arcade? Weiß ich noch nicht. Hallo, Love. Grüß dich. Ja, lass mal gucken. Wir haben hier einmal Two of Hearts und einmal Three of Hearts. Ich meine, das könnte ein Soul Heart geben. Oh. Oh, das war ziemlich gut. Das war den Schlüssel wert. Das war den Schlüssel ja auf jeden Fall wert. Lass erstmal die Kleinen wegmachen. Naja, oder auch nicht. Die schwarze Version von denen ist schon fast am liebsten. Nein, du bleibst weg von mir. So, was liegt hier? Nil Pasta. Capture enemies with spaghetti ropes to hold them in place. Pulling out the spaghetti also removes parts of their code and they can occasionally lose their AI. The fuck, dude. Lass mich das einmal in Aktion sehen. Spaghetti. Okay, sieht schon witzig aus. Sieht schon witzig aus, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir das rerollen, ja? Also, wenn ich gar nichts anderes auf der Space-Taste habe, dann ist es vermutlich sogar ganz fein. So, 50% Chance auf einen Deal, den ich wirklich sehr gerne hätte. So, wir müssen natürlich ganz nach hinten. Ja. Bisschen doof, weil wir dann auch wieder nach hinten für die Sun-Karte müssen, aber die Sun-Karte ist Pflicht. Da kommen wir nicht drum rum. Und dann müssen wir noch einen Raum machen. Gemini. Ich meine, es verdoppelt Gemini, wenn ich meine Box nutze und Tick Damage ist Tick Damage, also würde ich sagen, hat seine Daseinsberechtigung. Er ist jetzt nicht mein Favorite, aber naja, ich muss irgendwie passiven Damage mitnehmen, weil wir haben einfach sonst fast nichts. Das ist schon schlimm. Wir haben nur Damage up, wenn Incubus. Succubus in unserer Nähe ist. Das ist halt scheiße. Da kann man nicht viel mit anfangen. Kein einziges Damage up bekommen. Was dann schon eher danach schreit, dass wir. Also wir müssen sowieso mit ihr Richtung Darkroom. Was schon? Ah, ich hab vergessen, noch einen Raum zu machen. Scheiße. Oh, das dauert jetzt etwas länger wahrscheinlich.
Nee. Dauert einfach nur länger. Ich versuche mich jetzt immer im Succubus aufzuhalten. Wenn das ein bisschen schneller geht, um das auszugleichen, was ich gerade verkackt habe. Immerhin der Holy Room, okay. Naja, also, das Negative hat sich, ist ja sowieso klar und jetzt bitte was Gutes. Polaris ist wahrscheinlich hier gerade ziemlich gut. Hardship Balloon ist natürlich klasse. Aber ich brauche Polaris. Ich brauche es. Weil es ist mein einziger indirekter Damage-Up. Klar, der Luftballon ist auch super OP, aber halt leider nicht für Schaden, sondern fürs Überleben OP. Und überleben werde ich hier in diesem Fall, indem ich Damage mache. Komisch ist aber so. Nice, das kann ich sehr gut gebrauchen. Nehme ich aber jetzt natürlich noch nicht, für den Fall, dass ich schmeiße. Polaris-Tränen sind dann auch echt super cool. Und da jetzt die Chance auf 20-20 und das dann gedoppelt, macht quasi Quadshot. Nur ohne Delay. Was natürlich wahnsinnig geil ist. Ich denke, da sind wir uns alle einig. There we go. Das ist 20-20. Bleibt jetzt so lange, bis wir getroffen werden. Die zweite Stufe davon eigentlich direkt nochmal. Oh ja, Damage Up, okay. Danach wäre Brimstone. Das will ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber wäre natürlich trotzdem okay. Also das ist wirklich genau das indirekte Damage Up, was ich gebraucht habe. Damage auf 13 in dem Ding. Ziemlich gut. Also Shanks, guten Abend. Gemini schützt mich auch so ein bisschen vor Schaden. Tötet die Dinger, bevor sie mich erreichen. Manchmal, nicht immer. So, und jetzt haben wir Brimstone. Pünktlich zum Boss. Das wäre Double Brimstone. Gehe ich zurück und hole eben das Soul Heart. Alles klar. Shanks, dann. Snake ist tot. Lange lebe Shanks. Double Brimstone kann nicht schlecht sein. Kann es einfach nicht. Gegen den Matriarch. Ja, gut, dass der Chub nochmal in dem Moment rauskommt, wo ich genau da oben bin, ist natürlich unlucky. Okay, Tears Up nochmal. Keine weiteren Deals.
Das ist schon sehr schnell jetzt. Kann ich eigentlich mitarbeiten? So, gerade ging es nach oben, dann geht es jetzt bestimmt nicht nach oben. Famous last words. Vielleicht aber auch richtig. Wer weiß. Finden wir gleich raus. Aha. So, 2020 ist schon wieder da. Bienen im Utero. Das ist auch schon wieder, schwierig. Moment, den brauche ich jetzt nicht mehr. Moment, jetzt laufe ich eigentlich wieder hoch. Find's eigentlich geil, dieses Polaris-Item. Ich würde den, 2020 behalten und auf den Damage-Up eigentlich nicht verzichten. Leider kann man sich das nicht aussuchen. Ich bleibe natürlich jetzt trotzdem hier auf dem Weg. Na klar, das Damage-Up ist natürlich krass, weil es halt mal 1,75. Oh wow, er ist sogar direkt hier, der Boss. Okay, das war jetzt vor lauter Überraschung direkt mal Damage genommen. Mal 1,75 ist halt schon ganz nett, ne? Okay, dann. Lass mal die 33% bitte noch mitnehmen. Angel oder Devil, mir egal. Okay, da fehlt eindeutig Damage, sonst spawnt die nämlich keine Bosse. Danke, Infamy. Das war schon wieder Kacke von mir. Nice, es gibt ein Holy Room. Naja, kein Item, aber zwei Herzcontainer und ein Soul Heart. Man nimmt's wohl mit, ne? Man nimmt's wohl mit. Man überlebt, Shanks. Man überlebt. So, Curse of the Maze, ab in die Shoal. Oh. Ja, das war schwierig zum Ausweichen, weil ich genau hier stand. Umgelaufen. Bevor ich den großen Raum mache, muss auf jeden Fall das Ding aufgeladen sein. Aha, so einer ist das also. Das sieht nach Homing Laser aus. Ich will damit nichts zu tun haben. Creates a purple scars when entering a new room. Na. Uff, okay. Na gut, das hält sich noch in Grenzen. Ja, halbes Maschinengewehr hier. Richtig geil. 3 Heads. Boah, ist das gemein, ey. Okay. Die Leben, die wir gerade natürlich bekommen haben im Angel Room, sind natürlich schon ganz fein in Betracht auf der Sun-Karte. Ach du Scheiße, okay, ich wusste überhaupt nicht, was die gerade machen. Aber die Brimstone offensichtlich in die entgegengesetzte Richtung und schießen sich damit mehr mit quer durch den Raum. Okay, weiß ich Bescheid. Hauptsache, wir sind schon wieder oben. Es kann nicht schon wieder oben, der Boss. Eieieiei. Oh Gott, Psyons Wannabe, Psyon Wannabes.
Uncool. Ich muss die Sun nicht vor Lamb, also vor Darkroom zünden. Selbst wenn ich sie zünde, einfach nur um die Map aufzudecken, wäre ich damit. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wäre ich damit vollkommen fein. Boah, sind die Fallen undankbar. Yo, ne Spawn. Yo, wo spawnen die denn alle? Shit. Okay. Wo sind normale rote Herzen? Ach, du ahnst es nicht, wir sind hier falsch. Krass, okay. Geht es wohl offensichtlich nach links. Bisschen ärgerlich. Solange ich noch ein 20-20 halte vom Boss, vor Satan, wäre das okay. Werde ihn ja wahrscheinlich im Bosskampf dann selber schon noch verlieren. Das werde ich mal aufmachen, Holy Chest. Mit Strength? Fragezeichen. Enemies in the room are slowed and take double damage for 16 seconds. Das wäre doch mal was für Satan. Muss mal davon ausgehen, dass ich jetzt keine 4 Hits fresse. Bei Satan. Danke dir, Colin. Ich riskiere das, ne? Muss. Oh, zu früh. Ach so, wait. Ist das jetzt auch wegen dem Schläufchen gewesen? Wow, also es ist wirklich sehr slow. Oh ja, also Gegner nehmen Double Damage, das spürt man tatsächlich ziemlich krass. Ich habe nicht mal meine Dings gezündet, by the way, und die nehmen wirklich krass Damage. Krass, okay. Wow. Wow, die Strength Card ist ja mega. Shit, ist die mal aufgehoben. Okay, dann. Abfahrt Sun. Vielleicht kriegen wir ja unten nochmal was irgendwas Nettes. So ein Mark oder so ein Pact. Irgendwas. Serpent Kiss bekommen. Leider kein so mega geiles Item, aber naja. Curse of the Lost. Na, da bringt mir die Sun-Karte ja echt wahnsinnig viel. Knife. Okay. Damn. Earthquake. Missing Page. Dark Bomb. Ich würde es Knife nehmen, wenn ich keine weitere Heilung finde und so ein Scheiß. Und dann dementsprechend, also leere Herzcontainer quasi hätte. Oh, fuck.
Dieser neue Chat macht mir auch einfach nur Angst. Okay, das merken wir uns mal, dass wir hier halbe Herzen in ganze Herzen verwandeln können. Oh Gott. Oh Gott. Echt? Das hat mich getroffen? Oh mein Gott, ich schmeiß es direkt weg. Oh mein Gott. Oh, das hat wehgetan. Ich glaube nicht, dass mich das Knife hier weiterbringt. Außerdem wird es ja dann übler mit der schlechter. Die Sandkarte ist dann schlechter. Ah, es sind schwierige Entscheidungen gerade. Boah, zwei von denen, Alter. Au. Fuck. Oh nee, oh nee. Geister und irgendeiner, der nicht sterben kann. Boah, die können beide nicht sterben. Boah, ist das krank. Was ein absurd schwerer Raum. Wow. Double Psion? Nee, nicht teuer. Ah, nee, okay, es war nicht Psion. Boah, ich dachte schon, Alter. Okay, falls ich die Sun-Karte vor Lamp zünden muss, bin ich gewappnet. Na, aber klar, Connor. Wow, okay, und hier schießt jeder mit Brimstone. Liquid ist ziemlich gut. Endlich mal was. Wo ich mich auch drüber freuen darf. Sie sind aber falsch. Das ärgert mich halt schon sehr stark. Und wir sind halt wirklich umsonst hier lang gegangen. Völlig falsch. Yo, was ist denn das hier? Jesus Christ. Okay, B-Boss ist down, bevor er was spawnt. Das ist doch schon mal was. Das wird bei Bicorn nicht passieren. Aber close. Okay, was sagen wir, es ist unten, bitte. Ach du Scheiße. Es
ist nicht unten. Wir sind hier wirklich umsonst. Wir clearen den Scheiß, obwohl wir nicht mal sehen, wo wir hin müssen. Fuck. Ekelhaft. Es muss also hier lang gehen. Ich meine natürlich nach links. Ganz nach links. Puh. Hallo Scheigei, komm, nochmal was Feines. Ah ja, okay, ein Herz, das ist sicherlich ganz gut. Oh, wir sind bei Brimstone angekommen. Und das finde ich nicht gut. Also ich nehme den Schaden hier in dem Fall gerne. Das einzige richtig Gute ist, wir haben ja diese Filmrolle genommen. Diese Filmrolle lässt uns ja hier noch ein halbes Herz Schaden kriegen. Diese Filmrolle, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Game Changer. Ein sehr, sehr, sehr gutes Shop-Item. Geht's lang, ey? Wait, es geht nicht links lang? Moment. Habe ich eine Abzweigung verpasst? Nice, Scheiger, sehr schön. Ich hoffe, du hattest viel Spaß damit. Wait, ich habe eine Abzweigung verpasst? War ich hier nicht? Doch. Hier war ich nicht, weil ich wegen den Geistern ganz schnell weg wollte. Kann man mir auch nicht verübeln. Betty, okay. Wir halten also die Sun-Karte. Ich glaube, wir kriegen das hin. Ich glaube, es wird ein Win. Es ist ja am Ende auch immer noch nur Lamp, ne? Was für Sun-Karte bei Lamp, Alter? Naja, alleine wegen der Filmrolle. Das ist so ein Gamechanger, Alter. Wie viele Hits man einfach plötzlich mehr nehmen kann. Puh. Nice. Wir schließen damit Lilith für die Vega. Jetzt fehlen nur noch Bossrush und Hush. Ja. Wisst ihr, was mir da an der Stelle einfällt? Auch wenn wir zwar noch nicht greedy gemacht haben. Ah, also Kubus jetzt auch immer freigeschaltet. Auch wenn man das, wenn es jetzt prinzipiell noch gar nicht so viel mehr bringt, aber ich hätte mal richtig Bock auf einen Lilith Greed.